Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crosser und Spaß. Heute wieder mit kräftiger Ansage. Also ich hoffe, die war kraftvoll. Ich versuche am meisten kraftvollen Einstieg zu finden. Aber ich muss manchmal viel schuften und in letzter Zeit auch. Ich habe leider ja so viel zu tun auch. Arbeitsmäßig, dass manchmal die Ansage nur so ist. Hallo und herzhaft willkommen. Ich hoffe, wenn das so ist, dann müsst ihr so... Dass die mir so Power geben. Da müsst ihr mir was von eurer Power abgeben, wenn meine Power stinkt. Eigentlich, eigentlich will ich euch ja Power geben. Zum Beispiel hier wie im Xandu, dem sein Auto will ich jetzt keine Power geben, dem will ich die ganze Power nehmen. Stirb. Erstmal zur Begrüßung das Auto vernichten, gell? Fallen die Dinger nicht ab? Ich versteck mich hier. Okay, eine Waffe hat er noch. Tut mir leid, Xantu. Ja, also ich habe jetzt gerade eine Milchschnitte gegessen für die Gains, denn ich habe vorher die Gestütze gemacht und dann muss man auch Nahrung für die Gains nehmen und das war heute die Milchschnitte. Ja, ich weiß das, weil Mr. Masse, der isst auch viel Milchschnitte, deshalb funktioniert das. Falls ihr nicht kennt, ist auch nicht schlimm, aber... Ich kenne ja der ein oder andere. Der zieht sich gerne Milchschnitte für die Gains rein und ich hatte jetzt gerade Bock drauf. Außerdem habe ich gedacht, das passt ganz gut zum Käffchen. Denn deshalb war auch die Begrüßung mit viel Power, weil ich ein Käffchen habe. Gut. Ihr seht, ich habe mal wieder meinen Masse-Mammut. Passt auch zu den Gains. Ja, das Masse-Mammut ist sehr stabil. Ich habe das jetzt, weil ich will damit einen Raid machen. Ich will damit mal einen schweren Raid machen. Seht, ich brauche nämlich hier mit Geschützen, Geschütztouren, bla bla bla. Und irgendwie in letzter Zeit habe ich immer Pech, wenn ich das PvP-mäßig mache. Da habe ich gedacht, ich nehme einfach mit auf den Raid, scheiß drauf. Vorhin habe ich dieses Zurückziehen und Zuschlagen gemacht. Das hat gut geklappt. Mal gucken. Ja, ich habe zwei Cycler und Männer drin, das ist doch eigentlich ganz gut. Das Beste war, vorhin war ich einmal Erster, aber ich muss sagen, es war auch kein Ratchet dabei. Und... Ich bin nicht sicher, was der andere war. Wir waren drei Mann und ich war tatsächlich mit zwei Mammuts Erste im schweren Raid. Sogar mit so 100 Punkten. Also das war wirklich... Aber im letzten war ich dann... Da waren wir auch nur drei. Und da hatte ich nur 923. Es war aber auch nur Krieg um Feuer. Und der andere hatte 1200. Also der hat deutlich mehr als ich. Allerdings hatten wir auch einen dabei, der hatte nur 400. Also der ist direkt am Anfang gestorben. Das war tragisch. Da mussten wir zu zweit was ein bisschen... Gut, der eine hatte, glaube ich... Ich glaube, Miller und Aurora hatte der andere drauf. Das ist eigentlich ganz angenehm für einen Raid. Ja, Mammut ist nicht so super. Ach so, der hat es ja schon fertig, Jungs. Er ist irgendwie verrafft. Ja, aber es ist jetzt... Es klappt. Und zur Not habe ich genug Päckchen. Ich habe im letzten dann auch gedacht, komm. Ich glaube, ich hatte zwar dem Boss fast alle Waffen bis auf eine Aurora runtergeschossen, als ich das zweite Mal gestorben bin. Und dann kam der andere rein, aber irgendwie wollte ich ihn nicht allein lassen. Und da habe ich gedacht, ich komme nochmal mit rein. Aber ich habe dann gesehen, der Boss, der hatte echt kaum noch Bewaffnung und nur noch zwei Gegner hatten Bewaffnung. Ich glaube, er hätte es auch allein geschafft. Aber ich war nicht sicher, ob er auch schon ein Päckchen benutzt hat. Bin nicht darauf geachtet, wie oft er gestorben ist. Und ich wollte ihn einfach nicht hängen lassen. So, ich... Es ist immer ganz schrecklich, wenn er so hängen gelassen wird im Raid. Weil ich meine, wenn die Leute Raids machen, ihr wollt doch eh alle den Raid schaffen. Gerade wenn es so ein Elektro-Raid ist. Ich weiß natürlich, ein Elektro-Raid, der lohnt sich jetzt nicht so krass vom Geldmäßigen her, vom Aufwand. Und wenn man dann auch noch stirbt, dann könnte man die Elektro-Raids halt, könnte man die Elektro-Teile lieber kaufen. Da hätten wir wahrscheinlich Zeit gespart. Aber ich mache die Raids ja, um meine 10 Raids zu bekommen. Und da ist mir das kackegal, ob ich jetzt... Ja, es ist mir halt einfach scheißegal. Ich will den nur geschafft haben. Und dann fresse ich auch mal ein Päckchen. Vor allem, wenn jemand so... Also der andere, der war ja echt nutzlos. Der ist zweimal sofort gestorben, der arme Kerl. Es tut mir auch leid für ihn, aber... Dann, Bro. Entweder umbauen oder mal ein Päckchen essen. So, dass wir wenigstens... So zumindest für den Boss so... Ich weiß, wenn man extrem schnell stirbt, muss man ja nicht gleich wieder reinkommen. Dann merken die anderen vielleicht gar nicht, dass man ein Päckchen gegessen hat. Aber wenn ihr schon so in den ersten 5 Minuten oder in den ersten, ich glaube, der ist in den ersten 3 Minuten gestorben, der war sofort irgendwie zweimal tot. Wenn euch das passiert, dann
nimmt wenigstens beim Boss so ein Päckchen, so dass die anderen sehen, okay, er hat alles gegeben. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, die anderen machen so gar nichts und dann muss man selber sogar noch ein Päckchen essen, obwohl man den schon eigentlich gecarried hat, weil er ja nach 3 Minuten tot war, dann hat es so ein Geschmäckle. Das ist, ja. Die Crossout-Etikette. Vielleicht soll ich so Folgen machen. Die Crossout-Etikette. Seid lieb, seid nicht toxisch und fresst auch mal ein Päckchen. Auch wenn es nur so eins ist, so ein Dankeschön-Päckchen. Ich glaube, ich der andere, der jetzt locker. Ich glaube, der hätte es locker geschafft. Der Boss, der hat kaum noch Waffen gehabt. Und, aber wie gesagt, die Etikette macht's. Außerdem hat er direkt, nachdem ich gestorben bin irgendwie und er dann reinkam, hat er so ein Gut gemacht geschickt. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Gut gemacht bedeuten sollte. Ob das jetzt bedeuten soll, gut gemacht, dass ich dem Boss noch die Waffen runtergeschossen habe oder so ein Gut gemacht Loser. Das kann auch sein, so weil ich halt gestorben bin, weil der Boss mich halt vernichtet hat. Ich weiß es nicht. Sein Gut gemacht hat mich dann ein bisschen getriggert und da habe ich gedacht, ich fress jetzt ein Päckchen und dann zeige ich dir, wie man es gut macht. Ich weiß gar kein Etikettenpäckchen, das war ein Triggerpäckchen. Aber egal, ich gucke immer, dass ich welche habe. Ich hatte noch 7 Stück, also ist drauf geschissen, kann ich auch mal eins nehmen. Jetzt länger keins gebraucht. Baut euch einfach immer mal ein paar. Oder wie letztens, ich habe jetzt welche gehabt, weil die extrem billig waren. Im Moment waren die wirklich viel günstiger. Also gut, es ist schon wieder ein Monat her oder so. Aber da waren die viel günstiger, als wenn ich sie selber gebaut hätte. Es könnte sein, dass sie jetzt wieder angezogen haben. Weil im Moment ja wieder so Fuse-Events waren und so. Ich bin jetzt sicher, was Schrott gerade kostet. Weil ich die letzten Wochen, die Wochenenden auch immer unterwegs war. Und da gar nicht so drauf geachtet habe. Mir ist nur vorhin aufgefallen, dass ich 8000 Schrott habe. Also, ja, bisschen CW gemacht halt. Diese Woche muss ich unbedingt mal wieder Wochenaufgaben machen. Letzte Woche kam ich einfach nicht dazu. Da habe ich gerade so meine, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie 15 CW-Matches oder so, weil ich nur am Dienstag kurz Zeit hatte für CW. Ich wenigstens meine Wochenbelohnung krieg. Und ja, das war eigentlich alles schon. Ich hatte die Raids nicht fertig gemacht. Ich hatte nicht mal Batterien, glaube ich, fertig gemacht. Aber ich kam am Sonntag spät abends heim und da war einfach die Luft raus. So, ich habe einen Raid gemacht und habe gedacht, komm, die Elektro-Raids ziehe ich noch durch. Also ich war so um 8 daheim oder so, aber 8 oder 9, ich weiß nicht mehr genau. Ja, da habe ich gedacht, ziehe ich die Raids durch. Ich habe erst noch was gegessen mit meiner Frau. Da habe ich einen Raid gemacht und habe gemerkt, nee, ey, es geht nicht. Ey, ich schaffe hier keine 6 oder 7 wäre es noch gewesen. Kann ich vergessen, ey, ich habe nach einem überhaupt keine Lust mehr. Manchmal ist die Luft raus. Das ist aber auch Verzeihung, wenn... In einem Tag kam keine Folge, gell? Ich bin gerade nicht sicher. Ich war einfach fertig. Ich war müde. Ich musste am nächsten Tag wieder schuften und. Schuften hört sich immer besser an, gell? Aber ja, es ist auch viel zu tun und das ist halt auch das, wenn man auch am Computer arbeitet und du starrst die ganze Zeit auf dem Bildschirm, dann. Zum Glück habe ich jahrelanges Training als Kind, ey, weil ich immer viel gezockt habe. Deshalb geht das noch, aber es gibt doch diese gewissen Tage, da habe ich dann auch keinen Bock mehr weiter zu zocken, beziehungsweise irgendwie auf den Bildschirm zu gucken, so tragisch es klingt, ey, es ist echt, es ist traurig. Aber das jahrelange Training früher hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich meistens trotzdem noch zocken will. Deshalb ist es manchmal gar nicht verkehrt, je nachdem, was er für einen Job hat, wenn er früher viel gezockt hat. Mal gehört, für Ärzte oder beziehungsweise für Chirurgen sollte ein Ego-Shooter gut sein, weil es da so auf die präzise, schnelle Steuerung ankommt und diese schnelle Entscheidungen treffen. Na gut, klar, wenn du einem irgendwo so reingesäbelt hast und der suppt ein bisschen, da musst du auch schnell die Entscheidung treffen, so klammern wir lieber. Klammer. Oder so, nee, ich glaube, es war auch nicht so präzise steuern, dass die wohl dann auch gut mit dem Skalpell wären. Ich habe auch immer gern Ego-Shooter gespielt, bin auch nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich bin in der Regel immer positiv gewesen, was die Kills ausmacht. Also ein bisschen mehr Kills, als ich gestorben bin. Ich weiß, kein Pro-Zocker, aber
Es war Verlass und es hat mir Spaß gemacht. Also, und aber ich bin eher zittrig. So. Also Chirurg könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Ich würde den ein oder anderen Kunstfehler begehen aus Versehen. Und ja, das wollte ich noch dazu sagen. Nicht mal mit Absicht, aber ja, natürlich nicht mit Absicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater. Das Witzige war auch als Kind, wenn ich hier so einen Schiffer hatte. So. Manche sagen auch ein Splitter und man hier. Ich weiß nicht, da gibt es auch ganz viel. Schreibt mir mal drunter, wie ihr dazu sagt, weil meine Frau sagt irgendwas anderes als ich. Bei uns in Hessen sagt man Schiffe. Meine Frau sagt irgendwas. Ja, ein Splitter geht eigentlich auch. Vielleicht sagen auch manche Splitter hier. Auf jeden Fall Splitter ist so. Ist ja auch egal, so, ihr habt Holz angefasst, ihr merkt so, zah, und habt so ein Ding im Finger, gell, und dann tut's weh. Jeder kennt das. Richtig uncooles Gefühl. Und mein Vater war der Schifferbeauftragte, der hat ihn mal rausgemacht. Und irgendwann habe ich so gemerkt, so, ich habe dann auch so geguckt, die Augen immer größer, und hab so meinen Finger gehalten, hab so hinguckt, und er macht uns raus. Und dann merke ich so, der Bruder zittert voll. Was? Warum zittert er denn so? Warum ist er der Schifferbeauftragte? Aber ich zitter genauso jetzt. Vielleicht ist es gut dafür, dass man den so rückstandsfrei rauszittern kann. Ja, ist auf jeden Fall noch nicht so schlimm, aber es ist halt, es sieht manchmal komisch aus. Und manchmal fragt mich eine und dann ist halt, dann sage ich so, ja, das ist halt so, dann halt ein Zittere. Also es ist noch kein, Parkinson oder so, das ist so ein, ja, keine Ahnung, so. So ein gesundes Zittern. Das hört sich so kacke an. Vielleicht kennt seine auch. Schreibt mir drunter, wie die Dinge heißen bei euch, weil ich habe das Gefühl, dass das sowas ist wie ein Krebbel. Kennt ihr einen Krebbel? Also in Hessen kennt man es. Und der Krebbel, wenn ihr es kennt, könnt ihr es auch gerne drunter schreiben. Krebbel. Meine Frau hat es nicht gekannt. Aber ich sag jetzt extra nicht die anderen Wörter dazu. Denn gibt auf jeden Fall, gibt es für dieses, soll ich noch einen Tipp geben? Ich warte noch einen Moment, bis ich einen Tipp gebe. Klingt noch, was ein Krebbel sein könnte. Ja, wahrscheinlich hat man es auch schon mal gehört. Obwohl, wenn ich noch länger warte, vergesse ich den Tipp zu geben, glaube ich, weil ich voll so im Modus bin und hier immer Munition einsammeln muss. Also es handelt sich um Gebäck. Gebäck mit wahrscheinlich den meisten Namen in sämtlichen Orten. Selbst andere Ortschaften haben teilweise einen eigenen Namen. Aber es hat sehr interessante Namen, der Krebbel. Auch, und es ist auch so offiziell, weil ich war schon in diversen Bundesländern beim Bäcker, wie wahrscheinlich jeder von euch, der mal mit Zug irgendwo hingefahren ist oder öfters mal mit Zug unterwegs war. Dann geht man doch da zu irgendwelchen Bäckern und die heißen tatsächlich überall anders. Das ist interessant. In der nächsten Folge werde ich dann natürlich nochmal auflösen, aber ich gehe stark davon aus, dass der ein oder andere Hesse hier auch hoffentlich zuguckt und es schreibt oder halt irgendjemand anders, beziehungsweise irgendjemand anders einen Krebbel kennt und sagt, ja, das heißt bei uns so und so. Weil ich finde die Namen witzig, die es da gibt. Ich kenne mindestens. Jetzt sage ich nichts falsch. Vier? Ich hoffe. Ich wollte erst fünf sagen, aber es gibt bestimmt noch mehr davon. Ja, das war ein schöner Treffer. Was cool ist am Raid mit Mammut, man kann ja schön das Zielen üben, so. Auf die kleinen Autos. Hey! Was soll das? Flash ist halt eklig. Deshalb will ich auch einen flashen, ne? Nein, was ist denn los? Ich muss den da erst wegmachen, der macht mir Aua. Oh, das war ein schöner. Eine hat ein Cappity Cam dabei. Habe ich früh gemerkt, gell? Ich hab's vorhin schon gesehen, aber. Ich
muss ja nicht immer die Bewaffnung. Boah, ich habe voll viel Munition verballert. Ey. Verdammt, ich muss mal einsammeln. Das war vorhin tragisch. Ich habe so einen Raid gemacht und mir ging die Munition aus. Aber ich muss sagen, der Raid dauert ganz schön lang, oder? Zerstöre den Banditenanführer. Da beim Banditenanführer. Was ist denn das? Treten meinen Controller da durch. Oh. Ihr habt es doch eben auch gesehen, dass es immer so nach der Seite ging, gell? Dass mein Drücker langsam Geist aufgibt. Aber es könnte auch sein, ich habe noch das leichte Auto-Elm drin. Das ist, ich glaube, das ist es. Nein! Ich muss mal weglaufen, glaube ich. Der macht mich gleich. Zumindest verliere ich bald meine Waffen, wenn es so weitergeht. Ich muss dem erstmal seinen Flash runter machen. Oh nein, der Bossenhausen kommt zu mir, ey, und der hat noch einen Skorpione. Wo ist denn mein Bro eigentlich? Ich hoffe, der Skorpione ist jetzt unten. Okay, no side effect hat es auch erwischt. No side effect kam wieder rein. Ich muss mir den jetzt mal angucken, wie der aussieht. Fibonacci. Ach, der hat nur zwei Parser drauf. Ein Capcan oder was? Na gut, komm, ich hab die Scorps runtergeschossen. Der hat nur noch eine Helios und ein bis zwei Auroras. Ich weiß nicht, ob der drüben auf der anderen Seite auch noch eine hat. Ja, der hat noch zwei, aber. Ja, das sollten die eigentlich schaffen. Jetzt, wie sehen der andere aus? Ja, Menes, das schafft ihr jetzt aber. Das muss ich mir auch drauf machen. Das hört sich schon geil an. Und irgendwie sieht die Cyclone flacher aus. Ich muss gleich mal gucken, weil ich bin kurz vor Rang 71, wo es diesen IK gibt. Oder IK, wie ich ihn auch nenne. Nein, natürlich nenne ich ihn nicht so, aber den IK. Ich überlege gerade, ob ich mir an mein Cyclone-Dingens-Auto. Ich muss mal gerade zurückgehen. Gut, also es hat geklappt und ich habe diesmal keine. Es war ein bisschen gefährlich, aber ich habe jetzt mal extra keine gefressen. Das Ding nehme ich ja manchmal im CW. Ah, die sind zu weit weg, sonst. Ich würde hier gerne das Omamori dran pappen. Ich muss mal kurz gucken, wie groß das Omamori ist. Ich mache mal kurz den Motor raus. Das ist natürlich Quatsch, den Motor rauszumachen. Ah, ich will mal gucken, wie lang das ist, wenn ich es so hinlege. Das hier an der Seite ein Kraftknoten. Jo. Hier an Seite auch. Ja, da müsste ich die ganz schön nah aneinander machen. Die Cyclone. Wenn ich das an den Craft-Knoten machen wollte. Ach so, ich müsste die ja draufpappen. Ich kann das ja gar nicht an der Seite dran machen, oder? An der Side-Clone. Ups. Ich könnte mir halt einen Glücksbringer reinpappen. Ich habe 3000 Leben. Ach, ich habe gar keinen Glücksbringer, oder? Doch. Erhöht den Schadenswiderstand der den Kraftknoten festigen Teile um 30%. Brutal. Ja, dasselbe, gell? Krieg ich auch nicht dran. Könnte ich mir halt an die Kabine pappen. Nicht 30% mehr. Ja, das Doofe ist G2. Man kann eh nur einen einbauen und cool wäre halt, wenn der keine Energie verbraucht. Ja, das ist eine Wunschvorstellung. Schade. Oh, jetzt habe ich irgendwie das Mikro eben voll rumgeflippt. Wieso? Bin ich dran gekommen? Mit der Nase oder was? Brutal. Gut. Marktplatz läuft nicht besonders gut. Ihr seht, ich habe wieder ein bisschen Coins. Ich habe angefangen, Zeugs zu bauen. Ich baue hier Zeugs, weil ich
glaube, dass ich hier ein bisschen Kauki bauen will. Kaukaschnuss. Die da habe ich doch vorhin in Auftrag gegeben. Sag mal, sind die nicht fertig? Was soll das? Ich dachte, die wären fertig gewesen, ja. Ich würde mal Kaukasus bauen, die sind immer recht teuer. Und damit müssen sie Cash machen. Käse Flows Cash. Oh Gott, habe ich das überhaupt gebraucht? Oder habe ich jetzt, ja. Das ist es gewesen, wenn ich es nicht gebraucht hätte, gell? Feuerpanzer brechen Projektile ab, die nach dem Durchschlagen von zwei Blöcken Struktur explodieren. Boots. Ah, damit will ich irgendwie auch nochmal spielen. Ja, ich bin gerade dabei, Zeugs zu bauen. Ihr seht, ich habe einen Arsch voll Schrott. Also kann ich auch Zeugs bauen. Was brauche ich denn für die Jav-Breke noch? Möchte ich diese Teil wirklich herstellen? Eisige. Gut, die Jawbreaker ist auch in der Mache und die MTW-Reifen, die kann ich auch nur bei denen herstellen, aber da brauche ich das hier noch. Plastik. Was gibt's denn die Woche eigentlich zu kaufen hier? Batterien. Schrott. Nee, diese Woche gibt's eigentlich nichts Richtiges, gell, wenn ich hier so gucke. Weil Batterien ist das Maximum 200, Schrott ist das Maximum 500, Elektroteile glaube ich ein Huni. Plastik müssten auch 100 sein. Das ist ja schäbig. Ja. Ich dachte, jede Woche ist irgendwas, was es so ganz viel gibt. Und das ist auch verwirrend, dass hier kostenlos steht. Dann will ich es auch bitte kostenlos, ja. Frechheit. Linke Kurve. Ich gucke mal, ob ich hier noch was brauche. Jetzt habe ich ein Auto gehabt, das hat die Sachen gehabt. Linker und rechter Kutfuß. Ich kaufe mir das mal. Rumpf. Also die Kranteile sind alle ziemlich cool. Ach, davon habe ich nur zwei gekauft. Was? Schneidezahn kann man sechs haben, dann gib her. Schneidezahn sind mega. Was kriege ich denn hier für so einen Behälter? Ein Tausender. Ein Tausender. Na gut, die Woche kann ich schlecht umrechnen hier, was hier am erschwinglichsten ist. Wir können mal gucken. Oh, Batterien sind brutal billig, ey. Ist ja super billig, ey. Gib doch mal ein paar her. Ich brauche eh ganz viele. Was kosten Elektroteile? Oh, Elektroteile sind natürlich teuer. Ja, aber das geht auch. Haben die alle bei dem Fuse-Event so viele ausgegeben? Komm, da gib mir auch ein paar Elektroteile. Ich brauche nämlich auf jeden Fall. Früher oder später werde ich einen Flash bauen. Brauche ich mal ein paar. Bevor ich die für 200 kaufen muss. Ich rechne ja auch immer mit 200. Aber wenn die jetzt echt so verhältnismäßig günstig sind. Was kostet denn der Schrott? Der Schrott ist stabil bei 20, wie immer. Gut, hier geht auch manchmal kurz auf 30, aber Schrott 20 kann man reden. Obwohl, weniger bezahlt jetzt mal. Jo, die große Verfolgungsjagd. Cool, dann habe ich das jetzt. Na dann schmaßen wir es gleich drauf. Schmaust denn hier bei Farm ist es bei, oder? Ich habe nämlich letztens hier überall gesucht, habe gedacht, bin ich blöd? Wieso habe ich denn das nicht? Was soll denn die Scheiße? Voll die mich verarschen, ey. Ich kann das nicht auf eine Gefuste machen. Brutal. Echt jetzt? Wem wollt ihr den Scheiß erzählen? Das wäre ja hängen geblieben. Was echt jetzt? Oh Mann. Wie affig. Oder ist es, weil die hier drauf... Ah, ich glaube, das ist, weil die hier auf dem drauf sind. Der ist eh Schmodder. Das war doch bei den anderen Dingern letzte auch so, oder? Oh ja. Ich schon gedacht, ey. Ist aber auch dumm eigentlich. Du
Wow, sie, guck mal, sie ist viel stärker geworden. Ey. Die hat mehr Genauigkeit, Hitzetoleranz und Haltbarkeit gekriegt. Brutal, ey. Ist natürlich Käse, gell? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist das Schwachsinn, was ich geredet habe. Cyclen. Scheiße, wie hat ihn die da drauf? Ja, krass, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Hä? Riecht gut. Schwimmer. Okay, Schuss ist immer noch genauso. Wenn ich das hier mir so angucke. Also die hören ungefähr gleichzeitig auf zu schießen. Schon geile. Und flache. Bei dem Bild sehr cool. Es sollte schwerer zu treffen sein jetzt. Die haben eh relativ lang gehalten auf dem Bild, muss ich sagen. Auch wenn hier Scorpi Morpi gern draufschießen und die Elefantenöhrchen halt sehr groß sind. Hat es in dem Bild ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Da ging das ab. Yo. Ikari, was habe ich denn eigentlich noch Cooles? Helios. Hört ihn euch drauf? Betonbrüche. Vortex. Oh, Kaukasus-Skin. Quantum. Timbei. Schreihals. Oh, die Thunderbolts, die hätte ich ja damit mal bestücken können. Ikari, gell? Amaterasu. Oh, die Aurora kann ich damit bestücken. Ja, geil. Gut, gut, gut. Okay. Aber soweit, so gut. Ich habe schon wieder überzogen. Ich speichere das jetzt direkt ab, damit er sich nicht beschwert, dass ich da das geändert habe. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crosshaut-Spaß. Tschüss.